Hallo, Jasmin. Und was ist hier? Angelie. Wollen wir müssen ja immer noch den Ausflug suchen, ne? Wir müssen immer noch eine Möglichkeit finden, wie wir da aufzukommen. Ich glaube, langsam komme ich klar. Langsam geht's. So, einmal mit Glattohren. Oh, ich mache mir natürlich auch noch einmal Platz. Ja, das kann ich. Nee. Sie sollte nur langsam mal wieder anfangen mit Heilen. Finde ich. Hey. Du erlernt Genesung. Was auch immer Genesung macht. Wahrscheinlich heilen, aber ich bin nicht gut, dass unsere HP da so gut sind. Ui. Komm schon. Danke. So, einmal. Ja. Einmal. Ah, okay, das ist Genesung. Wir können dann. Ah, okay. Das ist geil. Du kannst für nichts tun. Ja, ne? Wäre eine Option. Schlossaufzugschlüssel. Da habe ich zwei Schlüssel hier. Das ist jetzt aber auch etwas sehr blöd, ne? Etwas blöd. Obwohl ich halt nicht weiß, wo ich hin muss. Ich glaube, wenn ich gegen das Viech kämpfe, bin ich tot. Okay, Level 13. Punkt. Einige große Gegner haben orange leuchtende Geisterkerne. Du kannst sie zerstören, wenn sie eine bestimmte Menge Schaden eingesteckt haben. Damit zerbricht der Kern und der Gegner geht zu Boden. Bei manchen Gegnern lassen sich diese Schwachpunkte auch direkt angreifen. Okay. Komplett. Ja, ich versuch's. Hey! Auf die wegzudrehen. Oh, der ist aber schon stark. Ich werde aber nicht so viel benutzen. Wow, aber hätte ich ausweichen müssen. Wo ist er hin? Ach, da. Aua, aua, aua. Könntest du mich heilen, Madame? Danke. Autsch. So, Hälfte haben wir. Nein. Oh Gott, jetzt hätte ich es beinahe verkackt.
fragt mich gerade, hat das Wurf was abgezogen? Naja. Oh, Scheiße. Ich hasse schwere Gegner. Ich wollte gerade sagen Boss, aber das ist ja kein... Nein! Gott, war das knapp, ey Mädel! Vor mir wollte ich jetzt sagen, es läuft mega gut, ne? Danke. Das war sehr, sehr knapp. Aber wir kriegen ihn. Okay. Wenn wir jetzt nicht allzu viel Mist bauen. Nein, nein, nein. So. Darf ich wieder hier? Ja. Nein, nein, nein. Oh Gott. Ich muss mich irgendwie einfach. Oh, war das hinsetzen? Ich stehe ja halbwegs sicher. Okay. Ich stand halbwegs sicher. Stirb doch einfach, ey. Lol, okay, wir sind beide verreckt. Wir haben aber nicht mehr genug HP. Wir haben nicht mehr genug HP. Das ist das Mini-Problem, was ich habe. Wir können das halt auch nicht einkaufen, ne? Und ich brauche hier noch was für den Endkampf. Kann ich mich hier nicht irgendwo ausruhen? Oder wenn ich jetzt zumindest noch eins kriegen würde, das... Okay, nee, das ist kein... Really. Ich bin immer scheiße. Wir waren so kurz davor. Aber ohne Lager ist das jetzt halt ein bisschen. Beim einen müssten wir so mega viel Orangen-Relais haben. Ich komme aus benutzt habe. Ist unser Lager restlos leer. Du kannst halt bisher nur diese Lebenstränke kaufen. Das ist gar kein Problem. Na, okay, hier ist auch nichts. Hold up.
weg mit dir vom Fenster. Du bist erstmal blind, wenn du hingeguckt hast. So. Aber zum obersten Geschoss. Oh ja, wir sind richtig. Mehr als richtig, glaube ich. Es speichert automatisch, aber... Sicher. Lass mich aber auch mal so langsam verkümmern. Ich wünsche euch noch viel Spaß beim Zocken und für später eine gute Nacht. Danke! Dir ebenfalls. Wir machen aber auch nicht mehr so lange. Denk mal, wir machen jetzt den Kampf hier noch. Und danach geht das, glaube ich, auch für uns so langsam Richtung Bettchen. Ich speichere nochmal. Weil ich muss ja morgen auch wieder früh raus. Deswegen denke ich mal, ist das eigentlich ein ganz guter Kompromiss. Wobei zumindest trinke ich das den Deko hier noch aus. Ich hoffe, dass es... Nee, scheiße, passt nicht da rein. Aber vielen lieben Dank, dass du da warst, Kaya. Und dann würde ich sagen, bis morgen. Das schreiben wir bestimmt wieder. Dann durch ein bisschen Tag. Oh Gott sei Dank, ich habe das Ding leer. Also wie gesagt, ich glaube, wir machen halt noch so lange, bis ich hier mein Getränk leer habe. Würde jetzt auch nicht mehr so lange dauern. Bis 1:30 war ja angedacht. Wir sind nach 1:30 und dann werden wir schauen. Ah, okay, komm. Auf in den Bosskampf. Ich hätte vielleicht nochmal nach den Dingern gucken sollen, aber egal. Kriegen wir schon hin. Hoffe ich. Sirdo Bietuka! ネズミどもの騒ぎに乗じて2匹ここまで入り込んできよったが、ひまいましい。だが、我がマスターコアを届けに来た心根は褒めてやる。本気でお前に返すとでも？ warte mal. Guck gerade mal was. Boah, der kleine Pupillen. Ja, nein, ich wollte ausweichen. Was ist denn mit Drogen? Ja, gute Frage. Okay, ich werde ja auf jeden Fall springen müssen hier. Oh Gott. Ach du Scheiße. Mächtige Events da drin? Oh Scheiße. Besondere Boostschläge. Wenn du gegen mächtige Gegner kämpfst, erscheint unter bestimmten Bedingungen eine 1, 2, 3, 4 über einem Gegner, um das Bett zu deinem Gunsten zu wenden. Drücke schnell die angezeigte Richtung, um den Boostangriff eines Charakters auszulösen. Ach du Scheiße. Das werde ich nicht immer hinkriegen, das sage ich jetzt schon.
komm schon. Mach einmal. Und direkt hinterher. Boah, warum hältst du so viel aus, ey? Junge. Ich glaube, der hat sich ein bisschen zu viel mit diesen Muskelmachern dazu geballert. Wie heißt das nochmal? Oh, Steroiden? Was ist das, womit man was diese ganzen Muskelprotze benutzen? Kennen wir ja mit nicht aus. Ich habe gerade Angst, mich ihm zu nähern. Genau deswegen! Oh. Hi! Ah, gut, danke, Mappa. Null! Pui! Gott, Mädel, heil mich bitte, ey. Das wird ein harter Kampf, ey. Nein! Ich glaube, da werden wir eine ganze Weile dran sitzen. Ja, Fußbrecher, das, ich glaube, das ist gut. Jo, das ist weiter. Sehr gut. Aua. Ja. Weg. Weißt du, auf der Kleinanzeige sieht das halt so mega viel aus, was er schon verloren hat. Auf der großen Anzeige sieht das halt so nach gar nichts aus. Gut, dass ich sie eben geheilt habe. Alter, lässt sie jetzt mein Ohr. Ist nicht einfach. Sieht eher aus, als wenn ich die ganze Zeit abhaue. Scheiße, ich krieg auch halt diesen. Dann die Flammenschwertattacke nicht hin. Aua. Oh. Mach. Ach ja, stimmt, das ist der One-Hit, wenn man den hat. Stimmt, wenn man den Schlagattacke macht, ist es One-Hit. Das ist geil. Maske ab! Teilweise. Er hat Augen. Also jetzt sieht er sich aus mit den Ohren, oder? Jetzt sieht er richtig knuffig aus. Wir haben richtige Wolle poppen. Einfach so in die Wange kneifen. Doch kein Voldemort. Nee. Ich hatte in der Demo auch nicht drauf geachtet, wie sein Gesicht war. Was kriegt das? Mir würde ja jetzt was einfallen, aber.
Vielleicht raus. Was? Gegen den anderen auch noch? Nein, 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 es tut mir leid, wenn ich komische Geräusche mache. Das ist immer so, wenn ich bei Sportgames bin. Vor allem bei denen wird das jetzt... Oh Gott, oh, ich werde sterben. Ich werde so sterben, vor allem... Wir haben bald nichts mehr, um mich zu heilen. Also ich liege am Boden, ne? Das ist ja schon mal wieder so gesagt. Okay, warte mal. Hier sind gerade Updates. So, jetzt nicht mehr. Ach du Scheiße. Ich meine, er hat den, also weniger als Hälfte, aber mein Gott, ey. Eins, oh Gott. Oh. Alter, wie soll man gegen zwei... Okay, gegen... Oh, auf jeden Fall nicht... Oh Scheiße, sie ist ja tot! Das werden wir nicht überleben. Achso, das kann ich gerade noch nicht. Das werden wir niemals überleben. Werden wir niemals überleben. Lass sie jetzt doch mal in Ruhe hier. Am liebsten weggehen, aber... Oh, Scheiße. Der komplett restlos überfordert. Also man kann nicht sagen, dass man den Bosskampf nicht zu tun hat. Alter, ey. Naze da. Naze onaji Lena no kisama ga sou made shite dōhō ni kiba o muku.
力ある者が上に立つのがレナの流儀だが、ダナと組む貴様のそれは裏切りだ。なぜだ、なぜ同胞に仇をなす。 Das ist bueno. Der ist so. Wobei bueno ist geil, Mappa. Ich kann verstehen, dass er deswegen bettelt. Alter, das war echt ein harter Bosskampf. Dafür, dass es der erste war. Ey, wenn ich den, gegen den jetzt auch noch kämpfen muss, dann bin ich tot. Geil ist aber auch die Bueno-Torte. Bueno-Torte ist richtig, richtig lecker. Kommt zwar drauf an, wie man es macht, aber in aller Regel lecker. Nicht gegessen. Kannst du mir mal eine Packung schicken? Ich glaube, wenn ich die backe, dann wird das nichts. Ich bin echt schlecht im Backen. Aber ich kenne jemanden, der eine machen kann, tatsächlich. Bring ich dann irgendwann mal zu einem Fan-Treffen mit, wenn das wieder möglich ist. Dann kriegst du deine Bueno-Torte. Ich habe nur einmal eine gegessen, das war auch nur so ein Mini-Stück. Weil das halt eigentlich eine Torte von einer, für eine Freundin war. So lecker. Ich kann ihn gerade nicht ernst nehmen mit den Hundeohren. Lol, jetzt kommt trotzdem das Intro rein. Das war bis jetzt tatsächlich nur das Tutorial. Das kann ich mir noch vorstellen. Wir sind jetzt erst dann im Hauptspiel. Ich quatsch das jetzt gerade extra durch, weil ich nicht weiß, wie das mit Copyright aussieht, ne? Ich möchte aber irgendwie möchte ich gerne sehen. Aber so eine Bueno-Torte wäre echt mega. Und dann nochmal drauf zurückzukommen. Also ich muss sagen, wir haben ja jetzt die ersten fünf Stunden gerade mal. Das ist echt geil. Mega geil. Ja, nach 5 Stunden bist du jetzt erst im Hauptgame dann drin. Vor allem für gewöhnlich ist das immer, also bei Tales of ist es für gewöhnlich so, du hast quasi den Game-Trailer mit drin, wo dir halt gezeigt wird, Charaktere und so ungefähr grob was, ne, wie hier, jetzt so einzelne Szenen, wie im Trailer. Und sonst hast du halt immer alles in eins. Und jetzt ist es schon mal so, dass du bis eben halt wirklich komplett ein Tutorial hattest, dass dir die kleinen Kniffe erklärt wurden, dass du aber schon Story mit drin hast. So, dann der Cut, um zu zeigen, was jetzt noch kommt. Und dann geht es halt direkt weiter. Ja, das finde ich jetzt mega geil. Also das waren jetzt wirklich nur 5 Stunden Tutorial. Das ist heftig. Und es fühlte sich echt nicht an wie ein Tutorial. Echt nicht. Und das finde ich jetzt so das mega geile. Hätte ich nicht gedacht, dass mich das so
so fesseln würde, ey. Also, ich bin echt ein Tails-Fan, aber das haut mich echt weg. Ich finde die Story halt auch mega cool. Da dachte ich auch, Mappa, dachte ich auch. Aber das war nur Tutorial. Jetzt sind wir im richtigen Game. Also, wenn du auf die Art Spiele stehst, kann ich dir gerne empfehlen. Und ich würde dir dann sogar empfehlen, mit Tales of Vesperia anzufangen, wenn du das irgendwann mal vorhast. Also es ist echt eine gute Reihe. Ich kenne aber auch noch nicht alle Teile. Nur lange nicht alle. Aber auf Steam gibt es jetzt schon einige. そんなに眠っていたのか。俺たちが駆けつけた時、お前は半分消し炭になりかけていたんだ。 シオンに感謝するんだな。シオンが直してくれたのか。スルドはまだ4人いる。ここで死なれては困るというだけよ。戦いはどうなったんだ。この1週間でレナの抵抗も降伏するか多量に逃げるかしてだいぶ下火になった。カラグリアは解放された。 お前がスルドビエゾを倒したおかげだ。改めて礼を言う。よくやってくれた。ただ必死で。いや、だ、gibt's so ein paar Parallelen。鉄仮面、改め、アルフェンか。半分だが顔も取り戻したわけだ。で、何者だったんだ、お前は。俺は。 ちょっと感想いないで、全然ない。わからない。思い出したんじゃないのか。そうか。無理に焦ることはない。名前が思い出せたんだ。残りもいずれ戻るだろう。これからどうなるんだ。やることはいくらでもある。解放したと言っても、俺たちには何もない。何もかも一から始めなきゃならん。 だが、まずは自分がどれだけのことを成し遂げたのか知るといい。炎の門に行って、その先に広がる世界を見てこい。大勢のダナ人が夢見ながら叶わなかった光景だ。炎の門。ついていくわ。また怪我でもされたら迷惑だから。勝手にしろ。 Das Einzige, was mich stört, ist, dass es keine deutsche Synchro gibt. Ja, das gab es in den Teilen leider. Ich glaube bisher noch nie. Mich persönlich stört es halt nicht, weil. Ja, ich bin damit halt groß geworden, nicht. Aber ich bin es halt gewöhnt. Und ich finde die japanische Sprachausgabe eigentlich ganz cool. Ich bin froh, dass es halt überhaupt eine gibt. Wie gesagt, wir hätten halt auch auf Englisch schalten können, aber. Ja. Ich weiß gar nicht, ob das im Nachhinein noch geht. Aber ich finde Japanisch sogar echt gut. Das Gute halt bei der Reihe ist halt auch, du musst die Vorgänger nicht gespielt haben. Also es ist ähnlich, oder es hält sich halt wie bei Final Fantasy. Wenn du einen Teil spielst, brauchst du die anderen Teile davor nicht gespielt haben, weil sie ineinander abgeschlossen sind. Ich glaube, nur ein einziges Spiel ist ungefähr in der gleichen Welt, aber 1000 Jahre oder 2000 Jahre danach oder davor. Weiß ich aber nicht genau, welches das ist. Muss ich nochmal recherchieren. Verstehe ich auch nicht. Papa, so ist die Fantasie, ist der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Du kannst so tun, als würden sie alles sagen. Nee, ich bin das halt von Animes gewohnt. Aber wer halt keine Animes guckt, da ist das schon ein bisschen. Ne? Da ist seine eigene Story, ja. Ja. Also zum Beispiel, das hier hat eine andere Story als
Zum Beispiel Tales of Symphonia gibt es auch bei Steam. Sind halt alles in sich abgeschlossene Geschichten. Gut, Tales of Symphonia hat noch einen zweiten Teil. Der muss nicht gespielt werden. Kann man aber, wenn man es möchte, auf der PS3 und ich glaube auf der GameCube. Kacke versteht. Ja, Kacke versteht man ganz oft. Die haben auch viele Wörter oder Namen, die sehr ähnlich klingen. Sehr, sehr ähnlich. Aber ich glaube, da warst du vorhin noch nicht dabei, wo sich die Mehrheit für Japanisch oder zumindest da nur Kaya was gesagt hat. Kaya sich für Japanisch ausgesprochen hat. Mit mir waren es zwei Stimmen, deswegen. Ja. Aber Deutsch gibt's halt leider nicht. Ich bin froh, dass es deutschen Untertitel gibt. Wow, du bist der Renner, der dabei mithalf, Kalaglia zu befreien, oder? Nein. Und? Was wäre, wenn ich das bin? Wie verrückt. Ich wollte schon immer mit dir reden. Hey, ich weiß, dass die Frage jetzt unerwartet kommt, aber wie findest du, dass ich aussehe? Naja, was soll ich sagen? Ein ganz einfacher Look. Ja. So, ne. Ich komme später dazu. Ah, okay. Ja, aber manche waren zum Beispiel im Lurk, oder wie Luna, glaube ich. Luna ist immer noch im Lurk. Und ja. Hatte sich vorhin halt die Mehrheit so für Japanisch ausgesprochen. Gut, Frisches hat sich enthalten, weil Fotos ist da ja nicht so der Fan von. Dem ist es quasi Jacke wie Hose. Deswegen. Ziemlich schicht, würde ich sagen. Ob Hybrid heute für mich. Hybrid hat heute Spätschicht. Ja, oder Nachtschicht hat er zumindest. Das weiß ich, weil er mir gestern, glaube ich, geschrieben hat. Und ich habe, glaube ich, mit dem Stream angefangen, da ist er gerade zur Arbeit gefahren. Deswegen ist er heute leider nicht da. Dera hat nur kurz reingeguckt, weil Dera sich nicht spoilern lassen wollte. Und ja, Daddel war auch noch nicht da. Und Mira auch nicht. Und Luna ist im Lurk dauerhaft. Aber ich glaube, ich weiß gar nicht, ob Luna heute irgendwas anderes vorhat oder ob sie sich heute mal einen ruhigen machen wollte. Auf jeden Fall hat sie heute mal Mod frei. Deswegen sitzt sie ein bisschen im Lurk rum. Vielleicht guckt sie auch ihre Serie. Das weiß man immer nicht. Sie kriegt immer mehr mit, als man denkt. Wahrscheinlich kommt dann nachher wieder. Was? Wie? Ich war gemeint? Ich so, ja. Kommt ab und zu mal. Oder? Was ich anhabe, ist überhaupt nicht sinnvoll. Mit nur ein paar Stoppfetzen kann man eben nicht viel machen. Jetzt, da Kalaglia frei ist, sollte auch ich mich von diesen langweiligen alten Lumpen befreien. Meinst du nicht auch? Klar, das könntest du jetzt machen. Und deshalb wollte ich mit dir sprechen. Ich will deine Meinung hören. Was ich tun kann, um aufzufallen und stattlicher auszusehen. Ich sag ja, wenn man von Luna redet. War ja trotzdem eine lustige Runde. Oh ja, das war's. Aber hier, Mama, habe ich nicht gesagt? Luna kriegt alles mit. Alles. Das ist unheimlich. Cool, aber unheimlich. Sehr unheimlich. Ich mag deine Einstellung. Ich kenne da einen Mann, der sich mal eine Scheibe von dir abschneiden könnte. Möchte ich ja nicht enttäuschen. Welches Outfit würde mit deiner Meinung nach stehen? Irgendwelche Ideen, was ich mal anprobieren sollte? Mal überlegen. nichts, Luna. Wir haben gerade nur von dir gesprochen. Und dann meinte ich, dass du halt im Lurk bist. Und dass du höchstwahrscheinlich trotzdem alles mitkriegst irgendwie. Und mich dann später wieder auf irgendwas ansprichst, was passiert ist, von dem ich nicht weiß, dass es passiert ist, weil es irgendwann im Laufe der letzten Stunden passiert ist. Was, von dem ich dachte, dass du es nicht mitkriegst. Weil du nicht da warst. Im Block warst. Und das war das Einzige. Aber ansonsten hast du nichts verpasst. Doch, das Gerede über flauschige, knuddelige Schwänzchen von Hunden und Katzen. Und seltsamen Hasen. Das hast du vielleicht auch noch verpasst.
Aber sonst nicht viel. Weil dir würde vielleicht auffallen, dass hier zum Beispiel ein Öhrchen ist und da ist ein Öhrchen und irgendwo da hinten ein Schwänzchen. Schwänze, ja. Irgendwas Auffälliges. Man geht in der Masse unter, wenn man aussieht wie jeder. Entscheidet sich für etwas Einzigartiges, bei dem man sich aber Hallo denkt. Du hast recht, es wäre langweilig, wenn ich wie jede andere beliebige Person hier aussehen würde. Okay, ich werde mir etwas Auffälliges und Mutiges ausdenken. Ich würde mich über Feedback freuen, wenn ich mir etwas ausgesucht habe. Klar, das kann ich gerne machen. Juhu. Guck mal, Katzenschwanz. Wir haben ein Kätzchenschwanz. Kätzchenschwanz und Kätzchenohren. Dann Kartoffelsack. Wäre auch so eine Idee. Und guck mal. Ein Schwanz wird durchbohrt. Vorhin hatten wir, warte mal. Vorhin hatten wir diese Kombination. Hasenohren und Hundeschwanz. Ich finde immer noch beste Kombination. Wie, jetzt kriegt er eine PC. Nein. Hundeohren, da bist du. Achso, ich wollte ja noch Punkte verteilen, ne? Wir haben ja jetzt ein paar. Ich weiß gar nicht, wo ich die überall verteilen soll. Einmal. Und das war's auch schon wieder. Ich warte auf den Bienenstachel. Nicht nur du. Ich warte da auch noch drauf. Ich warte da auch noch drauf. Irgendwann kommt der. So, kann man mit dem jetzt nochmal reden? Gut, ich weiß, was ich will. Jetzt geht es nur noch darum, es zu finden. Okay. Nee. Warte, bis der junge Mann Kleidung ausgesucht hat. Keine Ewigkeiten dauern. Okay. Also wir müssen dann einfach irgendwann nochmal wieder mit ihm sprechen. Huch. Ich hab irgendwas im Auge. Also Feuerton, wo auch immer. Ich weiß ja nicht, wo die Feuertore sind, aber okay. Werden wir schon herausfinden. Hey, hast du mit dem Schmied gesprochen? Ja, vor Urzeiten. Ja. Allerdings, ich wusste nicht, dass er aus Zeugelteilen Waffen herstellen kann. Allerdings, apropos, dürfte ich dich bitten, mir etwas behilflich zu sein? Kennst du diesen golemartigen großen Felstypen? Die gern ohne Vorwarnung auf den Boden hervorspringen? Die sind echt nervig. Ja, das ist es. Wenn es stimmt, was ich gehört habe, ist das ein erstklassiges Waffenmaterial. Es treiben sich immer noch jede Menge davon herum und sorgen für Ärger. Und wie es aussieht, könnten wir sie brauchen, um Waffen daraus zu machen.
Könntest du mir 3 Steinfragmente von den Büßern besorgen und herbringen? Ja. Wakata. Machen wir. Genau, die Dinger, die wir die wie vergrabene Felsen aussehen. Es wäre toll, wenn ihr gegen ein paar kämpft und mit diesen Steinfragmenten besorgt. Tut mir leid, dass ich euch noch mehr aufbürde. Was wäre echt eine riesige Hilfe. Danke. Klar. Machen wir. Frage ist halt, wo muss ich jetzt als nächstes hin dafür? Irgendwo gab es die Viecher. Dieser Stream, der gerade so beziehungsweise die App. Echt, warum? Yes. Ich doch. Okay. Irgendwo hier müssten die Viecher, glaube ich, sein. Ich meine, ich habe die hier vorhin rumfleuchen sehen. Hier hinten auf jeden Fall da. Oh Gott, warte mal, aber ganz kurz noch was hinsetzen. Also juckt. So, 2 von 3 Steinfragmenten. Oh Gott. Und hier müsste dann noch eins auftauchen. Genau hier vorne. Komm, von wenn ich auf die Szene wechseln, wenn sie schon einen Sinnvoll ausblenden lassen. Ein Panic-Button gegen Hate-Rates über den Chat geklärt wird und auf Emote-Only gestellt wird und eine Nachricht von mir in den Chat gesendet wird. Okay, das ist cool. Sowas habe ich leider nicht. Leider. So. Okay, Schnellreise können wir nicht. Das mal die 30-Tage-Testversion. Danach 2,99 pro Monat. Das ist ganz geil. Das glaube ich. Oh nein, das wollte ich gerade nicht. Okay, müssen wir uns ja erstmal angucken. Ich habe auf Versehen was falsch angeklickt. あれはそれ以上強力だとあなたの体が持たないビエゾを倒した後のことを忘れたのシオンは怖くないのかあれほどの力を振るうことがいいこと。 力は可能性よ。みすみすその可能性を捨てるつもり。分かったよ。切り札なのは確かだしな。自分が消し積みにならない程度にせいぜい暴れてやるさ。うん。 Und ja, werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Klingt zumindest sehr cool. Hallo, ich werde euch vorbei. Ja, Luna streamt auch.
Hi. Ja, war glaube ich der Frage, ne? Ihr findet die Suche, wenn ihr gegen Golems kämpft. Das sind diese Zeuge, die wir. Okay. Ach, wir haben da noch gar nicht genug. Aber hatten wir nicht 2 von 3? Okay. Gut, würde ich sagen, machen wir aber beim nächsten Mal. Bevor es jetzt noch später wird und ich mich hier wieder komplett in das Spiel verliere. Ich muss gerade mal überlegen. Ich glaube, Mittwoch geht's weiter. Strong to live, the weakness hides.